Als nächstes für euch an diesem Mikrofon ein Riesenapplaus für Jane Antoinette! Als das zustande gekommen ist mit diesen Spitznamen, dass wir Slam-Ehemänner sind, ist es tatsächlich so, dass wir mit dem Auto zur NRW-Meisterschaft gefahren sind. Christopher hat mich mitgenommen. Wir waren spät dran zu meiner Vorrunde und wir sind da angekommen. Wir sind auf diesen Platz gekommen und alle anderen haben folgendes Gespräch gehört. Christopher, ich habe dir gesagt, wir hätten näher dran parken sollen. Wir sind jetzt durch ganz, also es war in Mönchengladbach, wir sind jetzt durch ganz Gladbach gelaufen. Und Christoph hat gesagt, ja, ich habe dem Navi vertraut. Ich habe einfach Gladbach eingegeben, das ist der Ort, wo wir, und so ging das. Gleichzeitig hat er aber irgendwo geparkt, wo ein Parkscheinautomat war. Wir haben den aber nicht gefunden, wir hatten keinen Parkschein. Und Christoph hat gesagt, ja, mein Auto wird abgeschleppt. Wir müssen heute Nacht noch mal hin. Christopher, du hast schon 2 Bier getrunken. Wer soll das Auto? Das war nur der Anfang dieses NRW-Slams. Wir waren auf einem Zimmer. Es war wunderschön, aber es hatte auch echt viele tolle Momente. Wir sind dann im Nebenzimmer, wurde hart gesoffen und gefeiert und Christopher und ich haben in getrennten Betten dann uns hingelegt und Christopher hat gesagt, ah, ich muss noch irgendwie was zum Runterkommen lesen und dann hat er ein 800-Seiten-Buch über den Ersten Weltkrieg. Ja, wenn Christopher mit F abschalten will, ein bisschen Grabenkrieg mit, ja. So, aber Schnuffi, ich brauche dich nochmal, weil ich kann deinem Text auf persönlicher Ebene begegnen, aber ich kann deinem Text auf ideologischer Ebene begegnen und ich muss von dir wissen, was du möchtest. Auf persönlicher oder ideologischer? Boah, ich versage heute in jeder, also dann tappe ich in die Falle, die du mir legst und ich sage in ideologischer Hinsicht. Hervorragend. Gern geschehen. Christopher ist neben all den Anekdötchen und so, wir erinnern uns gegenseitig auf Slams immer wieder daran, warum wir das machen. Und ich habe diesen Text aus dem Blut herausgeschrieben. Das war in einem Schwung quasi. Aber als ich den fertig hatte, habe ich gedacht, das ist das, das teilen wir. Das haben wir so gemeinsam. Wir unterstützen uns im Wettbewerb und auch so bei Zweifel und Fragen jederzeit. Und gleichzeitig ist es für euch eine schöne Gelegenheit zu verstehen, was wir hier tun. Denn heute Abend ist es soweit. Heute Abend kann man endlich sagen, Poetry Slam, das ist gar keine Literatur. Das ist nicht mal eine literarische Gattung. Das ist das, wo Jan Böhmermann und Meckes drüber sagen, dass es die schlimmste Kunstform ist, die in Deutschland in den letzten 20 Jahren erfunden wurde. Das ist das, wo die Weiß drüber schreibt, dass hier nur kleine Mädchen ihren Liebeskummer auf die Bühne kotzen. Und die Jungs sind auch kleine Mädchen. Das ist das, wo gescheiterte Studenten, die noch keinen eigenen Euro besessen haben, dir von der Bühne den Kapitalismus erklären. Das ist das, wo du deine eigene Meinung als lustiges Gedicht in einer anderen Stimmlage hören kannst. Ja, Poetry Slam, es tut mir leid, euch das jetzt hier so verraten zu müssen, aber das ist irrelevanter Wischwasch. Das ist ein Trainingslager für mittelmäßige Comedians. Hi. Das ist Wettbewerb für die, die sagen, nein, also der Wettbewerb, der darf keine Rolle spielen. Die Punkte, die spielen doch keinen Punkt. Ja, heute Abend kann man endlich sagen, Poetry Slam, das ist subkultureller Schmutz. Oder man könnte sagen, fickt euch! Ihr liegt alle falsch. Und was wir hier tun, ist wichtig. Denn es ist unsere Art zu kämpfen, ohne die Faust zu ballen, ohne zur Waffe zu greifen, ohne Brandsätze zu zünden. Denn es ist unsere Art zu kämpfen, ohne zu verletzen. Und es lohnt sich zu kämpfen. Denn solange wie wir hier heute Abend zusammen sind, ist hier drin kein Mordanschlag verübt worden. Niemand wurde für seine Religion, seine Partei, seine Sexualität, seine Überzeugung, seinen Wunsch nach Freiheit getötet. Niemand wurde vergewaltigt, niemand gequält. Niemand wurde hier drin auf seine Herkunft reduziert. Weil wir gut sind, wenn wir zusammenkommen. Weil wir uns erkennen. Wir erkennen uns als Menschen. Ein Blick in ein paar Augen und wir wissen, dass uns ein Mensch gegenübersteht. Wir erkennen unsere Geschichten, unsere Arbeit, unser Handeln. Wenn wir Behausungen sehen, wissen wir, dass hier Menschen waren. Wir erkennen unser Werk. Hier gibt es einen Gesangswettbewerb in der gesamten EU, die politisch nicht funktioniert, aber bei Schlager klappt alles. Hier müssen irgendwo Menschen sein. Anders lässt sich so ein Phänomen nicht erklären. Poetry Slam ist ein moderner Dichter-Wettstreit.
weil es sich lohnt zu kämpfen und zu streiten, aber nicht gegeneinander, sondern umeinander. Mit jedem Wort, das wir sprechen, wollen wir euch erreichen, eure Akzeptanz gewinnen, euch sagen, dass ihr, wie ihr jetzt gerade hier zusammen seid, fantastisch seid, ihr seid gute Menschen, es gibt Hoffnung und wir erkennen euch. Dieses kleine Quadrat hier oben, das ist der Ort, der es uns erlaubt, um euch zu kämpfen, weil ihr es wert seid an jedem verdammten Abend. Wir fahren in die winzigsten Kuhdörfer, nur weil da eine Slam-Bühne ist, auf jeder noch so kleinen Bühne und es lohnt sich. Weil ihr es wert seid, auch wenn es heute ein scheiß Tag war, weil ihr es wert seid, auch wenn ihr da selbst nicht dran glaubt, weil ihr es wert seid, auch wenn da bisher keiner um euch gekämpft hat, weil ihr es wert seid, weil ihr euch die ganze Woche krumm macht, weil ihr es wert seid, weil ihr euch nicht mit dieser Welt da draußen, so wie sie es, zufrieden gebt. Wir stehen hier für euch, mit brennendem Blut in den Adern und drängenden Fersen auf den Lippen und geben alles, weil wir euch zeigen wollen, dass wir für euch aufstehen, wenn ihr selber nicht mehr könnt, weil wir nicht aufgegeben haben. Euch nicht. Uns nicht. Vielleicht gibt es ja heute Abend Mädchen mit Liebeskummer, Jungs, die lieber Mädchen wären, aufsteigende Comedians. Hi. Und subkulturellen Schmutz. Aber dann gehört er uns. Es ist unser Liebeskummer, es sind unsere Werte, es ist unser Lachen und es ist unser Schmutz. Weil wir am Ende alle ein Rudel sind und weil das Rudel nur so stark ist wie der Einzelne und der Einzelne ist nur so stark wie das Rudel. Heute Abend, da ist es soweit. Heute Abend kann man endlich sagen, Poetry Slam, das ist keine Literatur. Das ist der Grund, warum es sich lohnt, einen Text in die Hand zu nehmen, sich hinzustellen und zu kämpfen. Dankeschön.